grüß euch. Ja, wir haben beim Ersteinsatz, wie ihr seht, funktioniert perfekt. Passt perfekt zu meinem Traktor dazu. Und ja, bin wirklich schwer begeistert. Also Epsilon-Kram, das ist halt auch eine Liga. Das ist halt was anderes. Aber da weiß ich ja mal sonst. Der Kran allein hat so viel gekostet, wie der Balm zurückgewogen als der Ganze. Also Leiche, bei meinem Vorbesitzer, bei Roman. Gerade, dass ihr wisst, was das für eine Liga ist. Ja, Steuerung ist gewaltig. Also sowas Feinfühliges und ja, ist wirklich top. Radantrieb habe ich probiert, brauche ich nachher noch nicht, weil der ÖSC Bredel-Im ist. Aber ansonsten, der Roman hat gesagt, weiter wie 25% brauche ich nicht auftragen, weil der so eine brutale Schubkraft hat. Das habe ich jetzt dann ausprobiert. Ja. Wird wahrscheinlich mit meinem Traktor nicht anders sein. Geht wirklich gut. Passt vom Spiel her zu dem Traktor gut dazu.
So, ich hoffe mal, das hat euch gefallen, was ich euch da jetzt gezeigt habe. Ich glaube, dass ich ganz gut umgehen kann damit, fürs erste Mal fahren. Und ja, Montag ist eh der erste ganztägige Einsatz, sage ich mal. Und wenn ich meinen ganzen Tag damit gefahren bin, dann habe ich ihn schon gemäht. An die Einstellungen von der X-Crane habe ich jetzt nichts verändert. Das werde ich auch nicht einmal umdrehen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, macht schon Spaß. Ist auf alle Fälle eine ganz andere Welt. Wie das schnell geht und wie der hebt und was der Platz hat. Also jetzt sagst du, der Haufen, was da jetzt liegt, das sind zwei Fuhren. Ladevolumen hat er je nach Material und Holz zwischen 8 und 10 Meter, hat er gesagt. Bringst du aber auf, ist er in etwa. Also, es kommt halt darauf an, was man auflegt, aber man kann durchaus 10 Festmeter lohnen wie beim Vorwader. Aber, sagt mir, ist ja nicht viel anders wie ein Vorwader. Bei der Rückfahrkamera ist das Kabel beschädigt gewesen. Das hätte ich jetzt dann halt hergerichtet noch. Jetzt zeigt zwar Kamera was an, aber fast gar nichts, das ist fast blind. Das muss ich mir nur mal in Ruhe anschauen. Vielleicht kann man die geschirmten Kamerakabel nicht gut reparieren, das weiß ich nicht, da kenne ich mich nicht aus. Im schlechtesten Fall muss ich halt ein neues Kamerakabel einziehen. Das darf ich aber dann erst irgendwann im Sommer oder im Frühjahr, wenn es leichter geht. Weil das Kabel, das alte, dass ich das rauskriege, das darf ich gar nicht probieren, weil dann müsste die irgendwie ein neues durch den Rahmen durchlegen. Ja, ansonsten kann man da jetzt glaube ich nichts mehr hinzufügen. Ich bin voll auf zufrieden. Hat sich auf alle Fälle ausgezahlt. Und warum ich das da habe, ist glaube ich selbsterklärend. Das ist halt Profiliga. Gut, dann soll es aber das auch zu deinem Video wieder gewesen sein. Dort weiterhin fleißig meinen YouTube-Kanal abonnieren. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!